Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti Bären. Heute gibt es eine neue Folge StarCraft 2 mit dem Mutti Bären gegen einen Terraner auf 16-Bit-LE. So, ja, ich war vor kurzem noch im Urlaub, kam jetzt auch in letzter Zeit kaum dazu, wieder Videos aufzunehmen, aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Also, habt auf jeden Fall Spaß. 2 gegen 2 läuft es auch zurzeit ein bisschen nicht so gut, sage ich mal, bei uns. Weiß nicht, woran es liegt. Entweder sind die Gegner stärker geworden oder wir einfach schlechter. Aber ist auch egal. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. So, wir spielen gegen Terraner. Ja. Spielen Standard. Machen eine Echse ab 16. Nee, nicht 16, 20. Ja, wir werden dann halt versuchen, so ein bisschen zu expandieren. Den Gegner dann ein bisschen nebenbei zu harassen. Wird aber nicht so einfach. Gucken wir nochmal, ob er Gas hat. So, dann holen wir zurück. Ja, Standard. Na, ich hoffe, die überlebt. Die wird wahrscheinlich nicht überleben. Kacke. Echt überlebt. Oh. Da muss ich gleich nochmal reingucken. Das sieht nach einem Rush aus. Das sieht nach einem fetten Rush aus. Ja, eindeutig. Cyclone Rush. Sehr schön. Die Dinger. Da kommt der erste. Ja, sollten wir aber verteidigen können. Easy. Das ist schon Sieg. Oh, Widow Mines, das ist natürlich heftig. Muss halt aufpassen, dass halt keiner in meine Base kommt. Was ist das für eine Aktion? Wenn er jetzt keine Echse genommen hat, ist er auf jeden Fall raus.
Ach, die Dinger ist ja auch richtig fest. Aber wie gesagt, wenn man Terran halt sein Harassment nimmt, ist es eigentlich vorbei. Und die verliert er. Für uns aus, könnte man eigentlich schon fast die nächste nehmen. Ja, komm. Brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Unsterbliche. Waren eh viel zu viele, also nicht so schwalderwild. Okay, mein Oberseer von hier verloren. So, Blink haben wir jetzt. Ja, komm, scannt uns nicht. Machen wir heute mal jetzt den All-In vor. Zwei jedenfalls. Das ist alles saturiert. 402. Hier können wir ein paar abziehen. So, wir brauchen das. Das. Der Bronze geht's. So geht's wohl los. Ein Raven. Aber wie gesagt, sobald man hier eine Schildbatterie stehen hat, ist meistens eigentlich Schluss mit dem Raven. Sollte man auf jeden Fall eigentlich in jede seine Bases bauen. Na, jetzt hat langsam eine Echse. Wir nehmen dann auf jeden Fall eine vierte. Und bauen jetzt die Army aus. Nehmen noch Upgrades. Und auf jeden Fall jetzt Kolosse. Gas! So, verteilen ein bisschen Pylonen auf der Map. Da fliegt der Raven. Oder ein Trop oder was weiß ich, was es war. So,
Upgrades, ganz wichtig. Ich glaube, ich brauche noch eine Robo. Ich brauche mehr Kolosse. Ihr habt nicht genügend Mineralienfeld erschöpft. Gucken, ob wir das schaffen, dann auch gegen Terraner. Ich habe immer das Problem, so ein bisschen das Endgame zu verkacken. Das wollen wir ein bisschen erhöhen. So, erhöhen auf jeden Fall unsere Speed fürs Forschen. Und mehr Stalker. Sentries. Noch ein paar Pylonen auf der Map. Da scheint aber wirklich nur drei Bases zu haben. Stellen jeden noch einen. Wie sind die Dinger? Templar hin. Gas. Eindeutig zu wenig Gas. Müssen wir ein bisschen Gas nehmen hier. Jetzt durch mit unserem. Das heißt nur noch Upgrades und Echsen. Also, ich glaube nicht, dass er weiß, was wir haben. Das Wichtigste ist, ich vergesse Storm. Aus, überall ist genug saturiert. Ich habe ein paar Echsen mehr. Ich habe natürlich jetzt kein War Prison am Start. Ohne Scheiße, wie lange halten diese Dinger? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier sind. Battle Cruiser. Okay. Eigentlich zu lange gebraucht. Unser Sein. Ich bin hier in den Schatten.
Es juckt uns jetzt nicht, wir wollen einfach weiter. Wollt's. Ich finde es doof, dass es keine Energie mehr sind. Naja, Trigger. Scheißdreck, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, mit Kreuz hätte ich rechnen müssen. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ohne Scheiß. Ihr benötigt mehr Vespingas. Pylon wird angegriffen. Ja, das ist definitiv durch. Da habe ich keine Chance mehr. Mit Ground Army hast du halt keine Chance gegen Kreuzer. Und die Scheißviecher schon wieder. Mach doch mal! Ja, 3-3er Kreuzer, ne? Ist egal. GG! Schade. Scheiß Kreuzer, habe ich nicht erwartet, habe nicht gescoutet. Ah, oh, war das dumm, ey. Ja, das war echt dumm. Hab mich von seinem Mech-Spielen ein bisschen zu ablenken lassen. Ach, Mann. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Um zu sehen, wie ich verliere, aber egal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Mutibär. Tschüss, tschüss.